schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Rainview Drive. In welchem Zimmer bin ich jetzt? Ich bin in diesem Zimmer, nicht in dem Zimmer, wo ich den Zettel gefunden habe. Da war ja schließlich auch ein Bett. Deswegen dachte ich, ich wäre in dem. Ich weiß nicht wieso, das ist jetzt schon richtig Routine geworden, dass ich immer als erstes das Zeug hier anmache. Keine Ahnung, wieso ich es eigentlich tue. Strom geht noch, sehr schön. Taschenlämpchen geht auch noch. Guck mal, wie viel... Ah, es regnet, wie schön. Wie viel Platz hier auf einmal ist, ne? Es war doch immer viel enger, die Wand hier. Am Tag vorher war das enger. Wieso ist es eigentlich jetzt schon dunkel? Ach, wahrscheinlich, weil es regnet. Das könnte natürlich sein. Ach, das Licht ist schon an. Also langsam habe ich das Gefühl, das Licht ist jeden Tag ein Stückchen dunkler. Ich glaube, da sind gerade die Kerzen angegangen. Hallo. Oh, wie schön. Ich liebe Regen. Das ist so witzig, dass das Spiel für mich gleich viel gemütlicher ist, wenn es regnet. Mhm. Kann ich von hier aus eigentlich auch... Ah ja. Geht. So, wieso hat es denn hier gerade geleuchtet? Hm. Das liegt an dem Strom. Dieses alte Haus hat ganz komische Stromversorgung. Da gehen halt einfach die Lampen immer wieder mal an und aus. Wo ist denn hier? Ach, da geht's durch. Oh, guck mal, ein Teppich. Der ist ja hübsch. Der war, glaube ich, gestern noch gar nicht da, ne? Sehr hübsch. Sehr hübsch. So. Ah, guck, da hat's geleuchtet. Aber da kann ich leider nicht rein. Hui! Hui! Gehe ich denn hin? Warte mal. Da ist ein Lichtschalter. Da ist eine Tür. Sag mal, bin ich jetzt doof? Nee, es war hier. Passt schon. Hier wollte ich hin. Genau. Hier wollte ich hin. Machen wir mal Licht an. Licht. Also warte, hier war... Ach, vielleicht gibt es hier noch mal ein paar schöne Sachen für mich. Hier gab es ja gestern so viel. Nö, leider nicht. Alles aus. Hä? Ganz kurz. Der Lichtschalter ist weg. Interesting. Okay, wir haben keinen Lichtschalter mehr. Ah, guck mal, jetzt hängt das Bild mit dem Pferd hier. Das hing doch auf der anderen Seite, oder? Ich glaube, sowas ist auch so random, was da passiert. Machen wir mal kurz die Kerze an. Nehmen die Batterien mit. Juhu! Kleines Fenster und eine Tür! Mist, ich dachte, vielleicht ging die nur nicht auf. Weil das ja noch ein anderer Tag war und das Spiel eigentlich nicht wollte, dass ich an dem Tag durch die Tür gehe, sondern nur den Zettel nehme. Hätte ja sein können, ne? Ach, ich erschrecke mich nur. Geräusche. Geräusche da. Die werden doch einfach irgendwie eingespielt. Hm. Habe ich es jetzt an oder ausgemacht? Ah, an. Okay. Hui, ich laufe. Schön. So gemütlich. Komm, nimm dir ein Weinchen. Oh, cool. Das blitzt draußen. Voll schön. Ich hätte jetzt auch gern gewickelt. Überall Telefon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann noch klingeln wird. Ich will da rein! Komischerweise war es ja dieses Mal sofort dunkel. Bin ich jetzt zurück? Bin ich jetzt doof? Ach, ich mache da nur das Licht hier an. Da unten mache ich gar keins. An. Okay. Teilweise ist es echt schlimm. Ich denke,
auf einmal, dass da irgendwas ist. Oh Gott, die Taschenlampe ist so dunkel. Flackert da ein bisschen rum. Hä, was war das? Hat da nicht gerade ein Kind gelacht? Oder geweint? Oder ich weiß auch nicht. Das kam von da, oder? Hm. Hä? Oh mein Gott, was für ein Spiel. Sag mal. Das mag ich ja gar nicht. Komische Kinder, die dann da irgendwie lachen und so. Ist jetzt nicht so mein Fall. Ich würde gerne die Kiste hier aufmachen. Das Kästchen, sozusagen. Okay. Ah, ich sehe schon wieder nichts. Verdammt nochmal. Warte mal. So muss ich gehen. Oder? Ja. Meine Taschenlampe. Die war gerade einfach aus. Seht ihr das? Ich habe mich gerade gefragt, ob mir das jetzt irgendwie Angst abzieht. Aber ich glaube, solange ich da hinschaue, zieht es mir nichts ab. Ich weiß nur gerade auch nicht, was ich jetzt machen soll. Also, was ist das Beste? Was, wenn ich jetzt wegschaue? Nicht, dass ich dann Schaden nehme. Ist das Linda? Hallo, Linda. Du siehst ja lustig aus. Das erschreckt mich jetzt irgendwie nicht so sehr. Kann es sein, dass ich eben ein Lachen von der Schaukel im Garten gehört habe? Ja, ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Die sitzt da und schaukelt und lacht und freut sich. Okay, das Spiel möchte, dass ich in den Garten gehe. Yay! Mit so gut wie gar keiner Taschenlampe mehr. Allerdings, hä, wieso hat er sich jetzt erschreckt? Ich bin doch nur zurückgegangen. Glaube ich, habe ich doch noch Batterien, oder? Naja, und ich werde mich jetzt nicht mehr erschrecken, weil ich sie ja schon gesehen habe aus dem Fenster. Hihihi. So, ich brauche einmal ein Licht, bitte. Ja, dann schauen wir halt mal raus. Was soll uns denn schon passieren? Meine Güte, passiert doch nichts. Gehen wir halt aus, regnet so schön. Vielleicht kann uns die ja auch weiterhelfen. Ah, und das Gewitter hilft uns. Da sehen wir immer ein bisschen was. Sehr gut. Linda! Hey, Linda, wo bist du denn? Ich weiß gerade nicht, wo die Schaukel war. Also ich habe dich schon gesehen, deswegen machst du mir jetzt keine Angst, aber ich weiß gerade nicht genau, wo du bist. Kannst du dich mal bitte melden? Ja. Da vorne leuchtet es, ich glaube da hoch zu. Kannst du bitte nochmal lachen, damit ich weiß, wo du bist? Ich bin gerade gegen einen Baum gelaufen. Ich habe keine Batterie mehr. Wieso eigentlich? Ich habe doch die Batterie vorhin mitgenommen. Linda! Linda! Wo bist du? Aber ich glaube, Linda war seine Freundin, oder? Und das war jetzt ja eigentlich irgendein Kind. Vielleicht ist da ja mal ein Kind gestorben oder umgebracht worden oder so. Also zumindest war es eine Kinderlache, würde ich sagen. Oh! Eine Mauer. Sowas. Ah, ich habe sie gefunden. Glaube ich. Ich glaube, nee, das ist der Leuchtturm. Was ist das für ein Scheiß?
Wieso soll ich denn in der Nacht draußen im Garten rumirren, ohne Taschenlampe, wo ich halt einfach kein Stück sehe? Ja, ich glaube, ich spiele das Spiel falsch. Ich glaube, es war anders gedacht, als ich das gerade tue. Oh, vielleicht kann ich da durch. Hallo? Nee, kann ich nicht. Ich muss schon sagen, ich habe so ein bisschen Angst vor der Vogelscheuche, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, hier war irgendwo die Schaukel. Verschrecke ich mich doch, weil ich jetzt gerade überhaupt gar keine Orientierung habe, wo ich gerade bin. Aber so gar nicht. Ah! Ich höre sie. Also, die Schaukel. Da! Jetzt habe ich sie gefunden. Oh, Mann! Da schaukelt sie. Nicht. Scheiße, das ist die Mauer. Hä? Ich hab mich verlaufen. Okay, warte. Warte. Wir rennen jetzt durch die Büsche und dann wissen wir genau... Ach, guck mal. Wir können doch einfach gehen. Sehr schön. Gehen wir doch einfach, oder? Lassen wir das doch einfach jetzt an der Stelle gut sein. Kannst bitte nochmal gewittern? Ich sehe gar nichts. Ein Blitz wäre nett. Jetzt! Blitz! Also warte mal, ich bin doch jetzt beim Haupteingang. Das ist Tor. Von da komme ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Da oben brennt Licht. Das habe ich angemacht. Von da aus haben wir doch die Linda gesehen. Wenn es die Linda ist. Wie sie auf der Schaukel sitzt. Dann muss die Schaukel eigentlich rechts sein. Nicht links. Dann bin ich einfach nur falsch rumgerannt. Hab mich gar nicht verlaufen. Habe ich an der Schaukel vielleicht was übersehen? Ich war doch noch gar nicht an der Schaukel, du Idiot. Oh, gehe ich gerade? Ja, das ist gut. Du Depp. Ich such doch die verdammte Schaukel. Aber wenn es halt so dunkel ist, also ich weiß nicht, dann hätte man mich vielleicht in der Dämmerung rausschicken sollen oder so. Aber so ist es halt irgendwie so. Ich weiß halt einfach, also es ist nicht gruselig, ich weiß einfach nur nicht, wo ich bin. Ich sehe halt nichts. Finde ich ein bisschen schade gerade. Und wieder einmal dürft ihr mit mir hier im Dunklen im Garten rumrennen. Oje. Das wird langsam zur Gewohnheit. Da ist die Tür. Ich glaube, hier war irgendwo die Schaukel. Ich meine, ich höre sie doch auch quietschen. Der Busch leuchtet so. Schaukel! Hör sie quietschen, die Schaukel. Ist ja klar, die schaukelt da ja auch gerade drauf. Aber, ich weiß nicht wo. In meinem Ohr quietscht es links. Ich glaube da. Irgendwo. Ups, ein Baum. Die Schaukel. So, jetzt werde ich gleich erschreckt. Warten wir es ab. Bah! Nee. Okay. Hallo?
passiert nichts. Sollen wir noch einen Blitz abwarten? Ich weiß genau, dass jetzt gleich was passieren wird. Ah, Schlüssel. Danke. Lieb von dir. Erschreckst du mich jetzt noch? Nicht mal. Ja, jetzt bin ich eh schon draußen. Jetzt gucken wir mal, ob das der Schlüssel ist, um... ich glaube, das ist ein Friedhof, oder? Um da hinzukommen. Jetzt fällt mir die Vogelscheuche wieder ein. Die habe ich gerade ein bisschen ignoriert. Die ist ja auch irgendwo hier draußen. Ja, die wird mich auch noch erschrecken, das weiß ich. Bin ich denn hier? Schon wieder falsch. Kannst jetzt bitte mal nochmal blitzen? Ich sehe schon wieder nichts mehr. Bitte. Bitte, danke. Ah, danke. Habe ich eine Idee, wo ich bin? Habe auch nur eine Idee. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ist hier nicht die Tür? Also diese Hintertür zum Haus? Hm. Nee, jetzt bin ich, glaube ich, wieder vorne. Egal, dann schauen wir halt, ob der Schlüssel im Haus irgendwo passt. Auch okay. Ja, ich überlege gerade, wo ich überhaupt... Wo ist denn noch zu? Wo bin ich denn noch nicht reingekommen? Wie schaut's denn hier aus? War hier noch irgendwas... Unerforschtes? Ah ja, klar, die Tür hier. Hm. Toll. Oh Gott. Kurz ein bisschen Licht, also das war jetzt irgendwie schon echt dunkel. Das tut gerade ganz gut. Oh. Meine Augen. Okay. Ja, aber jetzt habe ich mich wieder an das Licht gewöhnt. Natürlich sehe ich jetzt wieder noch weniger in der Dunkelheit, ne? Also es ist natürlich auch wieder ein Nachteil. Andererseits denke ich mir immer, wenn es so stockdunkel ist, kann ich mich ja gar nicht erschrecken, weil ich ja gar nichts sehe. Kann ich ja auch keinen Feind sehen, sozusagen. Naja, sterben kann ich ja nicht. Sterben kann ich ja nur, wenn ich mich erschrecke. Und ich erschrecke mich ja nicht. Deswegen, habe ich das jetzt angemacht? Nee. Ist wohl auch besser so. Ich habe nur noch ein Streichholz. Streichholz. Jo. Nur? Nur? Was machen wir denn jetzt? Irgendwo muss ja der Schlüssel passen. Machen wir einfach mal wieder überall Licht an. Ja, das eine Streichholz behalte ich vielleicht lieber noch ein bisschen. Ist ja kein Unterschied. Ah, doch. So. Ich sehe schon wieder gar nichts mehr. Warte mal. Ist aber gut, da merkt man sich wenigstens, wo was ist. Wenn es immer das gleiche Haus ist. Und man gleich überall hin kann. Ich finde, das hat auch was. Der Schatten war jetzt fies. Ich habe mich ganz kurz erschreckt. Aber nur ganz kurz. Habt ihr gar nicht gemerkt. Ach, da waren wir ja schon. Da war ja die, der Geist im Bild. Der Geist, der jetzt draußen geschaukelt ist, ne? Also eigentlich ist es nur ein Geist, denke ich mal, der mit uns Schabernack treibt. Schabernack. Der hat da halt Spaß dran. Der will so ein bisschen lustig sein. Und dieser eine Geist, der nimmt halt irgendwelche Rollen an. Macht Kerzen aus. Versteckt sich in Bildern. Könnte eventuell noch in die Vogelscheuche schlüpfen. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Ah, ja.
War ich hier gerade schon? Nee. War ich nicht. Ich kann halt wirklich gerade nicht sagen, wo, oder in diese Büste hier, da geht er rein und macht mir Angst. Ich kann halt echt gerade nicht sagen, wo noch eine verschlossene Tür ist. In Vollorientierung. Also hier unten nicht. Das weiß ich jetzt. Hier bin ich fertig. Fertig. Jetzt schauen wir nochmal hoch. Die hier habe ich ja mittlerweile auch aufgemacht. So. Stimmt. Warte mal. Vielleicht ist das jetzt endlich mal diese hier. Auch nicht. Hier ist ja sonst nichts. Dachte kurz, vielleicht hat man sie ja deswegen aus dem Fenster gesehen, aber nee. Auch nicht. Aber ganz gut, ich weiß, welche Zimmer ich noch nicht betreten habe, weil es da noch dunkel ist. Das hilft mir gerade schon so ein bisschen. Von wo bin ich jetzt rein? Von der Tür. Da ist eine Uhr. In jedem Zimmer ist eine Uhr. Ist euch das schon mal aufgefallen? In echt, in jedem Zimmer. Ich dachte gerade, da wäre jemand gelaufen. Das ist irgendwie... Da fängt die Fantasie an, einem Streiche zu spielen. Juhu! Ein Hoch auf die Fantasie. Okay. Kann ich jetzt bitte schlafen gehen? Es ist doch schon dunkel. So ein Idiot, echt. Der denkt sich wahrscheinlich, er muss das in der Nacht machen, weil tagsüber ist hier alles friedlich. Deswegen schläft er halt tagsüber. Ich verstehe es schon, aber... Jetzt war draußen Lärm. Ah! Weißt du was? Vielleicht ist es die Tür. Warte. Nee. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Scheiße. Doch, warte. Vielleicht ist das... Ja, wieso gibt es hier gleich zwei nebeneinander? Das ist so entspannt. Vielleicht ist es die hier. Ja! Mein Gott! Wahnsinn! Oh, hat die genäht, die hier gewohnt hat. Voll schön. Oh, Batterien! Schön. Ach, das war... Ich habe eine Kerze angemacht aus Versehen. Mit meinem letzten Streichholz. Ich habe gedacht, das ist was, was ich mitnehmen kann. Mann. Das wollte ich nicht. Ich bin gerade so ein bisschen zittrig. Ich weiß gar nicht, wieso. Ach, scheiße. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Und zwar, bitte. So. Und so. Und... Nee. Jetzt bin ich ja wieder auf dem Flur, das wollte ich nicht. Oh. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen oder bin ich jetzt zu der Tür gelaufen? Hier sieht alles gleich aus. Ah, nee. Okay, zu der wollte ich. Die ist aber immer noch zu. Okay. Tja, dann gibt's hier nichts mehr. Quick, 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 quick. Das hört sich an wie bei dem Horrorfilm mit der Dusche. Psych, glaube ich, oder? Heißt der. Zettel, 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 Zettel. Ist doch schon wieder Zeit zum Schlafen, oder nicht? Seh nix! Keine Ahnung. Soll ich wieder rausgehen? Will das Spiel, dass ich rausgehe? Was möchtest du, Spielchen? Hm? Soll ich nochmal raus? Wo ist denn jetzt bitte noch eine verschlossene Türe?
Es ist halt echt Schlüssel suchen, Tür suchen, Schlüssel suchen, Tür suchen. Tür ist verschlossen. Also, das ist auch nicht. Das Witzige ist ja, ich erwarte zum Beispiel die Vogelscheuche eigentlich nur im Garten zu treffen. Es kann aber auch passieren, dass sie auf einmal im Haus vor mir steht, ne? Wer sagt denn, dass die nur im Garten ist? Stimmt. Jetzt gehe ich schon wieder hier hoch, aber irgendwie zieht es mich hier immer hoch. Aber hier ist nichts, hier ist nichts. Da ist nichts. Da bin ich falsch. Da bin ich falsch. Falsch! Was ist hier nochmal? Ich bin schon ganz verwirrt. Die habe ich schon probiert, gell? Die probiere ich andauernd. Ich weiß nicht, diese Tür. Ich will da rein. Okay, vielleicht will ich da auch gar nicht rein, aber ich will da rein. Ja gut, dann schauen wir nochmal hier. Irgendwo hier war doch auch noch eine Tür. Oh, doch, da war ich auch schon. Aber hier ist ja noch eine. Aufgesperrt! Ja, sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Ja, geil, ein Clown. Ich gucke ihn mir jetzt an und dann erschreckt er mich. Schau mal, weil ich habe nämlich gar keine Angst. Gar keine Angst. Hallo? Guck mal, da sind Streichhölzer, die nehme ich mal. Wahrscheinlich erschreckt er mich jetzt. Der hat eine Taschenlampe in der Hand. Das ist ja ein ganz toller Clown. So eine Clownspuppe ist das. Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich sogar schon als Kind Angst vor Clowns hatte? Also so eigentlich echt schon immer. Ja, ja, Clowns sind für mich echt was ganz, ganz Schlimmes. Und je länger ich den gerade angucke, umso mehr Angst macht er mir. Aber ich will keine Angst haben. Du machst mir keine Angst. Na gut, ich drehe ihm jetzt den Rücken zu. Werde mich aber nicht erschrecken, wenn er gleich irgendeinen Scheiß macht. Pass auf. Nö, ich erschrecke mich nicht. Ist ja klar, dass der gleich was tut. Ist ja ein Clown. Muss ja was machen. Horrorspiel und Clown? Also entschuldige mal. Warum sitzt eine Clownspuppe in einem alten leeren Haus? Das ist doch doof. Das will man doch nicht. So, schön hell. Ich warte gerade die ganze Zeit drauf, dass der mich anspringt. Jetzt vielleicht? Der Fernseher wird noch von alleine angehen, denke ich mal. Ich habe einen Zettel gefunden. Kann ich hier noch irgendwo hin? Nee. Ja, wahrscheinlich wird der Geist in den Clown reingehen. Und dann als Clown mir auch Angst machen wollen oder so. Ich merke gerade, dass ich immer weiter zurückgegangen bin. Hoppala. Naja. Wir haben den Zettel gefunden. Wie immer beende ich damit den Tag. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört.